Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Bilder der letzten Wochen aus den USA, aus Indien und Pakistan und von vielen Teilen der Welt zeigen uns erschreckende Wetterphänomene mit verheerenden Ausmaßen. Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen, waren lange Zeit ohne Strom, Tote sind zu beklagen. Das wirkt alles total weit weg, aber auch bei uns kommt es zu immer mehr Starkregenereignissen, Dürreperioden und Hitzerekorden. Diese Wetterereignisse werden immer häufiger und immer stärker. Die Schadenshöhe der Stürme und Fluten in der Karibik und in Florida beliefen sich seit Ende August auf über 100 Milliarden Dollar. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass die Umweltkosten der fossilen Stromerzeugung in Deutschland jährlich fast 50 Milliarden Euro betragen. Das sind in Zukunft etwa 20% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts für den Kampf mit den Folgen des Klimawandels verwendet werden müssen. Glauben Sie eigentlich immer noch, dass Klimaschutz, das Kohleausstieg und der Ausbau der erneuerbaren Energien viel zu teuer sind? Nun, die Reaktionen auf diese Ereignisse der letzten Wochen, der letzten Zeit, sind sehr unterschiedlich. Nicola Beer, Generalsekretärin der FDP, titulierte das Auftreten von mehr Extremwetterereignissen als Fake News. Ich bin Elektrotechnikingenieurin, Nicola Beer, die Generalsekretärin, ist Anwältin, Christian Lindner, der Spitzenkandidat des Politikwissenschaftlers, haben wir ja gestern noch mal gehört. Und wenn Herr Lindner hier gestern für die FDP schon von Kompetenz geredet hat, dann sollte die FDP in Sachen Klimaschutz und erneuerbare Energien auch mal auf die Menschen hören, die Erfahrung darin haben, und sie sollten aufhören, Klimaleugnern nach dem Mund zu reden. Es gibt noch weitere Reaktionen. Ministerin Schulze-Vöcking, gut, sie ist nicht da, sie fühlt sich auch nicht zuständig fürs Thema Klimaschutz, bezeichnet die ungewöhnliche Wärme in diesem Jahr im März und den anschließenden Kälteeinbruch als Wetterkapriolen, die die Ernte beeinträchtigen. Kein Wort von Klimawandel. Mich hat das ehrlich gesagt schon sehr erstaunt. Und der Papst hat sich auch zu Wort gemeldet. Er nannte vor ein paar Tagen Menschen, die den menschengemachten Klimawandel leugnen, als dumm, stur und blind. Und dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Frau Kollegin Brems, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Blex von der AfD-Fraktion will Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein. Nicht nur im Klima, sondern auch bei der Gesundheit gibt es, finde ich, besorgniserregende Tendenzen. Denn leider deutet sich an, dass diesem Ministerpräsidenten die Gesundheit der Menschen in NRW nicht so wichtig ist wie die Interessen der Kohlekraftwerksbetreiber. Denn das zeigt sich an seinem Brief, den er zusammen mit anderen Ministerpräsidenten an Bundeswirtschaftsministerin Tsipras geschrieben hat. Und darin fordert er die Ministerin auf, gegen neue EU-Grenzwerte für die Kohlekraftwerke zu klagen. Er stützt sich auf ein Auftragsgutachten der Braunkohleindustrie. Und dieses Gutachten vom Braunkohleverband DEBRIF empfiehlt eben eine Klage gegen die EU, allerdings nicht wegen der Grenzwerte, sondern wegen rein formaler Argumente. Und wie ein Arbeitsnachweis schicken Sie diesen Brief dann auch noch an den Lobbyverband in Kopie. Die Gefahren von Quecksilber scheinen Ihnen völlig egal zu sein. Von Quecksilber gehen hohe Gesundheitsrisiken, vor allem für Schwangere und Kinder, aus. Und wenn man meint, man kann besser die Grenzwerte hochsetzen, statt sie einzuhalten, dann ist das einfach nur Augenwischerei. Das ist das Ignorieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist das Befeuern von Verschwörungstheorien. Und Sie nehmen das bewusst in Kauf, dass sie zu unserer Gesundheit zerstört wird und unser Planet ebenfalls. Sie haben sich einfach hier nicht. Dass ich Sie ein zweites Mal unterbreche. Jetzt ist es Herr Hovenjürgen, der Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen würde. Ja, auf jeden Fall. Bitte schön. Werte Frau Kollegin, herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Meine Frage an Sie. Stehen die Grünen zu der gemeinsamen Leitentscheidung, die von Ihrem Umweltminister zusammen mit dem damaligen Koalitionspartner SPD unterschrieben worden ist? Herr Hovenjürgen, ich bin gerade so ein bisschen irritiert, weil es bei mir gerade noch um andere Punkte geht. Aber natürlich sind wir das. Und ich komme gleich auch noch dazu, dass wir natürlich trotzdem der Meinung sind, dass wir früher aus der Kohle aussteigen müssen. Das war für uns nie ein Widerspruch. Ich komme gleich noch mal dazu, warum das so ist. Denn
Ich finde es schon anhand dieses Beispiels, was ich gerade genannt habe zum Thema Quecksilber, auch zu dem, was ich gleich noch komme, haben Sie sich einfach so mir nichts, dir nichts vor den Karren der Kohlelobby spannen lassen. Und dafür, finde ich, sollten Sie sich ehrlich gesagt schämen. Und das Gleiche droht ja nun jetzt auch beim Klimaschutz. Das ist zwar schön, wenn sich die Landesregierung hier hinstellt und verkündet, sie könne das NRW-Klimaziel von 2020 erreichen. Aber vom WWF bekommen Sie ein ganz anderes Zeugnis ausgestellt. Deutschland kann seine Ziele nicht erreichen, wenn der NRW-Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Der Ausstoß von Treibhausgasen wird bei der Beibehaltung der aktuellen Bundespolitik bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 lediglich um 30 bis 31% zurückgehen. Das Ziel der Bundesregierung liegt aber bei 40%. Diese Bundesregierung wird ihr eigenes Klimaziel nicht nur knapp, sondern krachend verfehlen. Und Klimaschutz ist wichtig. Da sind sich die demokratisch gewählten Parteien zwar einig, aber genauer hingeschaut zeigen sich hanebüchende Widersprüche, zum Beispiel in Ihrem schwarz-gelben Koalitionsvertrag. Da bekennen Sie sich einerseits zum Pariser Klimaschutzabkommen. So weit, so gut. Aber kurz danach sind Sie dann der Meinung, der Strommix soll mal schön weiter genauso bleiben, wie er jetzt ist. So funktioniert das nicht. Wir müssen schon was ändern, wir müssen handeln. Und wir müssen... Wir müssen nämlich als allererstes die 20 klimaschädlichsten Meiler schnellstmöglich abschalten. Wir brauchen endlich einen Kohleausstieg. Und das ist kein Widerspruch zu dem, was Sie eben gefragt haben, Herr Hovenjürgen, sondern das ist ganz dringend notwendig. Das entspricht unserer Verantwortung. Und das eben nicht an einem bestimmten Tag in 15 Jahren, wie es Herr Laschet gestern behauptet hat, sondern mit einem 15 Jahre langen Anpassungsprozess. Und dieser Anpassungsprozess bedeutet nämlich Planungssicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Unternehmen und für die Region. Und alle, die sich weigern, auch nur über einen Ausstieg nachzudenken, verhindern genau diesen dringend notwendigen Strukturwandel. Ja, aber auch wenn dann der Ausstieg gelingt, bleibt bis dahin und darüber hinaus auch noch sehr viel zu tun. Denn noch lange werden wir mit den Lasten des Braunkohleabbaus zu tun haben. Die dafür entstehenden Folge- und Ewigkeitskosten sind wahrscheinlich enorm groß, aber immer noch nicht beziffert. Und daher brauchen wir dringend ein unabhängiges Gutachten, was diese Kosten ermittelt. Und anschließend ist es notwendig, Vorsorge für die Finanzierung zu betreiben. Und das erwarten wir von der Landesregierung. Es kann doch nicht sein, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hinterher die Zeche zahlen müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie, verschlafen Sie nicht die Zeichen der Zeit. Haben Sie Mut und kümmern Sie sich um unsere Gesundheit. Nehmen Sie den Klimawandel ernst und trauen Sie sich an den Kohleausstieg. Und damit möchte ich mit einer letzten Reaktion zu den aktuellen Wetterereignissen schließen. Kanzleramtsminister Altmaier fragte vor ein paar Tagen auf Twitter, wie viele Jahrhundert-Hurrikane muss es geben, bis die Klimawandelleugner merken, dass sie gerade das Leben ihrer Enkelkinder ruinieren? Und ich frage Ihnen in Ergänzung, wie viele Jahrhundert-Hurrikane muss es geben, bis diese Bundesregierung und diese Landesregierung ihre Klimaziele ernst nehmen und aus der Kohle aussteigen? Herzlichen Dank. Vielen Dank.